Und hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Yu-Gi-Oh! World Championship 2010. Wir haben Satellite im letzten Part vollständig erobert. Und Jack und Yusei sind voll Depri, weil man hat nichts zu tun. Und ich würde sogar sagen, wir fangen mit Yusei an zu reden. Was machen wir jetzt, wo wir ganz Satellite erobert haben? Warum duellieren wir uns nicht ein wenig? Nur aus dem Spaß natürlich. Okay. Okay, lass uns alles geben. Und damit beginnt unser erstes Duell gegen Yusei Fudo. Wir haben uns auch noch neu umgezogen und haben uns die Rockerkleidung angezogen. Und jetzt machen wir. Oh Gott. Detant. Nein, du fängst du nicht. Ja, fang bitte mit einer Synchro-Beschwörung an. Ja, nee. Ist sowieso kein Monster. Und Schlaghieb. Kunai mit der Kette heben wir uns auf, wenn Monster das angreifen kann. Komm, Synchro, 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 Synchro. Gute Synchro. One for one. Hat er überhaupt einen Einstellen nicht Empfänger? Wahrscheinlich Stufenfresser, oder? Nee, Abstimmgeschirr. Ach, der wäscht sich sicher gut. Ja. Ja, der wird als Stufe 2 behandelt und es kommt als Synchro-Beschwörung ein Gerümpel-Bogenschütze. Wunderbar. Er darf noch eine Karte ziehen durch Abstimmgeschirr und über. Es ist, glaube ich, nicht. Er ist immer noch neutral. BTF. Du kannst ruhig angreifen. Deck ausdünnen halt. Ich will die flinken Mongas sicher nicht noch mehr ziehen als nötig. Ah, die flinken Momongas sind so eine gute Def einfach. Gehört zu meinen Lieblingskarten in den Yu-Gi-Oh! Spielen einfach. Falls sie einfach. Die holen einfach zwei neue und das Deck wird dann ein bisschen ausgedünnt. Dann lass mal sehen, was ziehen wir den Pinguin. Könnten wir eigentlich setzen. Gib eine Karte, die dein Gegner kommt. Müssten wir den Seelennehmer noch nicht. Dann setzen wir erstmal unseren Pinguin und erhöhen unsere Defensive weiterhin. Was eigentlich dumm ist, wir sollten dann in die Offensive gehen. Das Problem, das ich habe, ich wette, unter einem der verdeckten Karten liegt eine Eisenschrottvogelscheuche. Ich kenne Yusei. Das ist so ein Typ, der hat solche Karten halt. Greif mal bitte meine Dings da an. Nicht die Flinkenmongas. Die hätten nicht angreifen sollen. Ja, komm, gib mir die 1000 Life Points. Das ist so ein Bullshit einfach. Oh ja, Life Points. Hätte aber auch schon gerne eine Karte, die angreifen kann. Aber von mir aus. Aber das erste, was wir machen, ist erstmal seinen Monsterzug auf die Hand geben. Albtraum-Pinguin. Schicke den Gerümpelbogenschützen zurück auf seine Hand. Ich würde sogar so weit gehen, dass er einfach den Geistessenz mal normal beschwören und einfach angreifen und seine Handkarten ein bisschen reduzieren. Erstmal mit 300. Zing! Schlitz! Erstmal eine Handkarte weg. Oh, das war sogar eine Ausrüstung. Das war gut. Okay, er hat keine Eisenschrottvogelscheuche verdeckt, wie es aussieht. Wir sind voll am Gewinner. Zweite Mainphase, eine Karte verdeckt und Tarnende. Bestimmt für die Armee hätte ich eigentlich spielen sollen, oder? Können aber gleich auf eine Synchro gehen. Oder auch nicht, weil User denkt sich, yo, Verräter des Schwertes, das ist eine Karte. Die will man auf jeden Fall spielen. Verstärkung für die Armee.
Wir haben nichts, was Zauber durch einen Kampf zerstört. Okay. Schwertkampf von Lance. Können wir Otikan mit Birok Drachen leisten wir ja? Wir würden verräterische Schwerter zurückgeben. Oh, ich glaube sogar, das ging. Los, Kameraden, Schwertkampf von Lance, der. Still, mein Kameraden, Schwertkämpfer von Lannister. Wow, wir haben ja echte Auswahl. Sogar Nebelraucher. Aber wir holen uns Birok, Drachen der Eisenbarrieren. Still, mein Kameraden, Schwertkämpfer von Lannister mit Geistersensmon ein. Und errate Birok, Drachen der Eisenbarrieren. Der natürlich auch noch durch unseren liebenswerten netten Pinguin profitiert. Ich lege Seelennehmer von meiner Hand auf den Friedhof, um deine verräterische Schwerter zurück auf die Hand zu schicken. Oh, das ist traurig, oder ich selbst. Erstmal wieder direkt angreifen. Ja. Oh ja, so gefällt dir das. So gefällt mir das. Damit hast du jetzt auch nur noch 1000 Lebenspunkte, oder? Nach Ende. Ja, na, dann kannst du. Was? Aktiviert gerade nur eine Chance, durch einen Schwitz oder einen verletzt in diesem. Dann kannst du deine Hand an der Ferne. Oh. Das ist ärgerlich. Damit sowas nicht passiert. Eine Karte verdeckt. Wir ziehen, wir topdecken, ja. Gleich eine Karte wieder. Und, ja. Heavy Verräter Schwert aktivieren, weil ich sehe keinen Grund, warum er sie nicht aktivieren sollte. Es sieht so aus, als ob wir jetzt das Duell gewonnen haben. Ist egal, was wir topdecken. Den Sangan topdecken wir natürlich. Tschüss, Sangan. Tschüss, verräterische Schwerter. Komm, du hattest die. Recycle-Idee für dich, Lissay. Also jetzt. Nein, der Pinguin darf nicht angreifen. Ich will den Bonus für genau auf 0 Lebenspunkte. Sonst hat das doch einfach keinen Sinn. 2,5 und jetzt noch mit 1000 voll aufs Fressbrett. Damit hat Yusei verloren. Yeah! Treffen der Kriege. Erwischt, dein Geschwür im Kampf ist wirklich unglaublich, ja. Und ich bekomme ganz viel Money. Du bist wirklich gut geworden. Hier, probier diese Karte bei deinem nächsten Duell aus. Stachelschraubigel wetten. Huhu! Niemand weiß, was in den kommenden Tagen passieren wird. Ich spiele jede meiner Duelle so, als wäre es mein letzter. Und check, wie geht's dir, Bro? Ich weiß nicht. Ist das alles? Sollen wir wirklich zufrieden sein? Duelle sind alles für uns. Komm schon, lass uns versuchen. Okay. Jeder einzige Duell ist eine Brücke in die Zukunft. Ja. Dann werde ich dir mal zeigen, was deine Brücke hier zum Einstürzen bringt. Oh, Mist, ich bin zweiter. Egal. Wir haben wow. Das ist eine gute Kombi mit, Finkamomongo und Batsu Seelenfresser. Okay. Eine Karte ziehen. Was sollte mit. Würde ich sagen, einfach setzen und dann wenden. Wir wollen ja unser Deck ausdünnen. Wir wollen ja nicht keine schlechten Karten top decken. Und mit jedem flinken Munger. Billy! Du hast einen Heavy Storm verdeckt gesetzt! Ach, fuck off!
Genau deswegen war ich am Überlegen, eine Karte nicht zu setzen. Ey, Windows, hör auf. Okay, wir haben zwei Flinkenmonger auf dem Friedhof, das heißt, ich komme auf 2100 ATK mit den, was zu sehen, Fresser. Das ist leider ein bisschen wenig. Ja, ich will die Flinkenmonger setzen. Das hat sonst keinen Sinn, die im Deck zu lassen. Hätte uns Lucille doch einen schönen Gerümpel suchen, ist ihrer gegeben. Den hätte ich sogar reingetan, statt die Kameraden-Schwertkämpfe von Lannister. Weil der ist viel besser. Ja, wir bekommen weiterhin live vor ins Unende. Oh yeah. Jetzt auf kurz bevor du Heavy Storm aktiviert hast, setzen können. Na. Wir hoffen einfach, dass er keine Tributbeschwörung macht und ich mit 1,9 überlebe. Weiß ich gar nicht, bekamen alle meine Monster 400 oder nur Monster von Typ Krieger 400? Lasse mich den Karteneffekt meiner Karten durchlesen. Fuck it. Die Tributbeschwörung. Na gut. Hättest du nicht andersrum angreifen können? Gut, du weißt, welche Karte verdeckt drunter liegt, aber das ist jetzt hier nicht der Grund, einfach mit dem welcher Monster das Monster angreifen, weil du sowieso weißt, dass du es zerstören wirst. Das darfst du nicht angreifen. Und das war nur für Krieger. Ich hätte Dunkelgänger auf 2-4 pushen können. Dann lasse mich überlegen. Geh mit was. Ja, das mit dem Schöpfen nachher bringt uns nichts. Was du sehen, Fresser? Perfekt, wir dürfen nur zwei Monster entfernen. Weil wir müssen nächste Runde ja noch über den Schimmerdrachen drüber kommen. Wir müssen jetzt über den Drachen und. Das bleibt ja bis zur Endphase des Gegners, das heißt, wir behalten die 2-2 auf jeden Fall. Und während unseres Zuges erhöhen wir seinen Angriffspunkt nochmal um 600 wieder. Dann hat er wieder 2-2. Oder er geht in Verteidigung. Oder er ruft seinen Drachen, der immer noch zu schwach ist. Okay, Dunkelklinge. Muss man nicht verstehen, muss ich nicht verstehen. Jetzt kommt's, verschwinden! Ich entferne eine Karte, bevor du sie entfernt hast. Boah, das wäre krasse Taktik. Mein Bastu frisst sich durch seine Drachen durch. Nom 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 nom. Ich frag mich, wie Drachenfleisch schmecken wird. Ich gehe davon aus, dass man es nicht gut. Obwohl, wenn man es gut weich kocht, könnte ich mir das echt gut vorstellen. So ein schön weich kochen, sichert mit ziemlich viel Vitaminen oder so. Ja. Doch, doch, ich glaube schon. Du hast den dreimal, Willy. Und was ist die Normalbeschwörung? Wie viel Angriff hat das? Das hat, glaube ich, oh Gott. Tschüss, Basu. Kann man kleiner oder gleichzeitig? Autsch. Was? Ich krieg die 2-2 aus dem Maul. 2-4 müssen hoch. Falls man Karten gegen ein Monster kämpft, ist ein ATK kleiner oder gleich der ATK. Kannst du Monster sofort durch den Effekt dieser Karte zerstören, ohne die Schadenswirkung zu führen und deinen Gegner Schaden in Höhe. Oh Gott. Ja, ich würde gerne eine Ausrüstung topdecken, wenn es geht. Es ist egal welche. Es kann auch eine schlechte sein.
Da kriegen wir A1 auf Nummer aufs Maul, damit haben wir 7000 nur noch. Oder wir werden ein Fänger gut. Ich weiß nicht, was für 7er wir haben. Aber zumindest Top Deck checkt keine weiteren Monster. So ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir einen Empfänger oder eine Ausrüstung ziehen, etwas höher. Da geht uns der Meister Sasuke down. Der arme Sasuke. Der hat doch gar nichts gemacht. Aber wir kriegen zumindest nicht die 1,8 Nummer aufs Maul. Das gesetzte Karte, das ist nicht gut. Komm. Sagen wir, damit kann ich leben. Oh, fick dich doch mal. Stampfende Zerstörung. Ich weiß immer noch nicht, ob es nützlich wäre, jetzt in den Finger zu ziehen. Eine Finger oder eine Ausrüstung. Oder eine Ausrüstung, die mindestens 500 gibt. Oder Blitzeinschlag. Aber für Blitzeinschlag wäre mir mein Monster eigentlich zu schade. Nee, ein Empfänger wäre eine ganz schlechte Wahl. Ich warte auf die nächste Runde. Und gucken wir mal. Okay, damit kriege ich zumindest 1,9 aufs Maul. So ein 2000er Beatstick würde ich jetzt nicht unbedingt ablegen wollen. Insbesondere wie es aussieht, ist sein stärkstes, was er normeln kann, auf jeden Fall der Schimmertraffe. Wo er ihn schon das dritte Mal beschworen hat. Und dann kriege ich sogar noch Ausrüstung. Dann gehe ich sogar nach der Taktik vor, wie ich sie eigentlich vorhatte. Okay. Puh. Von mir aus, ich darf zwei Karten ziehen. Nee. Warum darf ich? Ah, weil die Beschwörung. Ich gehe immer noch mit der Ausrüstungstaktik. Dann halt, um statt 500 kriege ich dann halt 700. Und bei dir war es ATK. Und nicht Grund-ATK. Weg mit dir. Okay. Wir haben verloren. Wir wollen der Hedge, da kommt die auf die Hand. Ich glaube nicht. Aber aktivieren. Kommt die auf die Hand? Bitte kommt auf die Hand. Ja, wir haben verloren. Unsere erste Niederlage geht an Check. Fuck it. Ja. Was sagst du nun, das ist die Kraft von Check Atlas? Seit wann verlor ich? Das hört sich so dämlich an. Wir beiden haben noch einen langen Weg vor uns. Jetzt, wo ich wieder klar denken kann.
Danke. Kann ich jetzt gehen? Besonders Kellen hat sich verändert. Vielleicht ist bei jedem momentan die Luft raus. Ja, ist schon. Na, was ist denn das? Mehr hast du nicht drauf? Du bist mir nicht gewachsen, solltest dich nicht mal Duellant nennen dürfen. Höllen macht das auch nicht besser. Komm schon, du bist dran. Mach schon und spiel die lächerlichen kleinen Karten, die du magst. Wird dich auch nicht mehr retten. Kellen? Geh mir aus dem Weg! Okay. Okay, bin ich jetzt nicht so nett. Was ist los, Glut? Warum zitterst du so? Dann klingt so, als wäre draußen etwas Großes im Gange. Ich frage mich, was passiert ist. Du erzählst die Geschichte, wie Kellen wegen diesen jungen Duellanten ausgerastet ist. Was? Wirklich, Kellen? Wir müssen ihn aufhalten. Ihr Verlierer solltet aufhören, vor dem Versteck rumzuhängen. Wenn du dich schon duellieren musst, dann gib alles. Auf, Kellen! Wow. Hey, du Verschwinde. Was glaubst du, was du da tust, Will? Ja, das möchte ich dich fragen. Warum versuchst du hier... Was versuchst du hiermit zu erreichen? Ich sortiere die Schwächlinge aus. Und wenn jemand nicht auf unserer Seite ist, ist ein Feind. Wie sollten wir sonst ganz Satellite erobern? Müssen wir dabei aber wirklich kleinen Kinder wehtun? Ja, müssen wir. Wir können hier nicht einen mächtigen Duellanten gebrauchen, egal wie alt er ist. Ich dachte, beim Duellieren ging es darum, jeden Spaß haben zu können, egal wer du auch bist. Was gibt dir das Recht, uns das zu nehmen? Was? Ich habe genug, ich bin fertig mit diesem Team. Nein. Bro. Hey, ich dachte, wir wären ein Team, Bro. Kehrst du deinen Freund so einfach den Rücken? Check. Hey, check, Bro. Ist ja, wir sind ein Team, oder? Wir sind Freunde, oder? Komm schon, sag was. Gut. Am nächsten Tag. Da wir hier sind, müssen wir doch sicher mit Bro reden. Oder nicht. Gehen wir zum Versteck einfach. Was sind die Anhaltspunkte? Immer zum Versteck oder zu Quo. Ich werde mit dem kleinen Jungen reden müssen. Nein. Okay. So, check. Hi. Lass mich ein wenig allein. Okay. Mit wem müssen wir dann reden? Dann sprechen wir mit dem kleinen Jungen. Reden. Go scheint in letzter Zeit ziemlich niedergeschlagen zu sein. Ich frage mich, ob er vielleicht einen Streit hatte. Kommt schon. Gib mir doch vernünftige Informationen. Danke, Bro. Halt. Glut. Ich glaube, das habe ich dir noch nicht erzählt. Die Geschichte des Mannes, der ein Satellite befreien wollte. Vor langer Zeit kam der Mann auf einen sehr merkwürdigen Duan in die Stadt. Kam genau an dieser Stelle und starrte einfach nur in die Richtung der Stadt. Jeden Tag ohne Ausnahme. Er kam und starrte. Aber eines Tages kam er nicht mehr, er fand einen Sinn im Leben. Er wollte eine Brücke bauen, um Satellite mit der Stadt zu verbinden. Die Daedalus-Brücke. Jeder sagte, es wäre unmöglich und dass er verrückt sei, auch nur daran zu denken. Aber er gab niemals auf. Lange dachten die Leute, die sich erst über ihn lustig machten, dass er vielleicht schaffen würde.
die Bewohner von Satellite, die nur den Müll recyceln, der aus der Stadt kommt. Für diesen Menschen ohne Zukunft wurde die Brücke ein Symbol der Hoffnung. Leider tauchten ein paar Leute auf, denen der Bau der Brücke gar nicht in den Graben passte. Die Wächter. Der Bau wurde gestoppt und der Mann, der ihn begonnen hatte, wurde der meistgesuchteste der Wächter. Jeder gab die Idee auf und erklärte den Anfang an zum Scheitern. Sie hatten Angst, verhaftet zu werden. Letztendlich, fanden ihn die Wächter. Er hätte zwei Möglichkeiten, sich zu stellen und den Rest seines Lebens eingesperrt zu sein oder zu leben, eine Legende zu werden. Er wählte die Legende. Eine Legende frei von Konvention und Autorität, deswegen sprang er. Niemand weiß, was danach mit ihm geschehen ist. Aber ich respektiere ihn und seine Ziele sehr. Er ist quasi der Grund, warum ich das Studieren angefangen habe. Aber jetzt... Wow, Kim, wow, zum Glück bist du hier. Hey, immer mit der Ruhe, was ist denn los? Ich bin gerade so ein voll Debris drauf. Was für ein Scheiß, kein Kampf allein gegen die Wächter. Was, wo? In dem Gebäude, dass das Versteck von Team Schwarz und Blau war. Ich sehe Idiot, was denkt er sich nur? Im Blut... Drummel alles zusammen, dann helfen wir Kellen. Ich werde nach Jax suchen, du suchst nach Yusei. Wow. Er sollte im Versteck sein. Wenn nicht, such nach ihm. Wenn du ihn findest, treffen wir uns am Versteck. Ich zähle auf dich. Okay. Gehen wir mal ganz gechillt. Junge, geh doch mal aus dem Weg, wenn Leute dich anrempeln. Geht ja gar nicht klar. Ist das nicht der Karten an hier? Jo. Kaufen uns wieder neue Karten. Wir haben die Zeit, Leute sind in Gefahr, Welt geht unter und blablabla. Erstmal shoppen gehen. Wissen. Nee, dann nicht das. Na komm, eins. Ich würde gerne wieder ein Strukturdeck haben. Ja. Komm, irgendwas Gutes. Ist gut. Ich weiß nicht, ob ich dich behalten will. Tun wir dich erstmal ins Deck rein. Gewebegrube ist sowieso verboten. Du kommst einfach ins Deck, weil du ein Synchromonster bist. Ja, du bist kein Krieger, leider. Ja, die haben auch gute Finger drin. Nichts sagen. Aber ich würde sagen, bevor wir Yusei berichten, was passiert ist, sehen wir uns im nächsten Part. Bis dahin. Ciao.